Jo. Taschenlampe, EMF. Lied spät. Ah, jetzt. Da ist er. Der Pilgebrotter, der echt immer ewig zum Laden. Das könnte daran liegen, dass ich streame und gleichzeitig aufnehme und gleichzeitig rendere, aber ist nur so Philipp, ein Gedanke. Guck dir mal übrigens die Map an. Wollt ihr mich verarschen? Das ist die untere Etage. Naja gut, aber es ist halt wenigstens relativ einfach aufgebaut. Ja, aber guck dir mal die ganzen Räume an, in die du rein kannst. Jeder rote Punkt ist ein Raum. Wir brauchen Räucherstäbchen. Uff. Räucherstäbchen machen wir danach, Kenneth, wir müssen erst Miller. Was, wie heißt er? Kenneth Miller. Kenneth! Zweierteams oder lieber was machen? Ja, Zweierteams. Müssen wir ja wahrscheinlich wieder. Also ich habe EMF und Parabolmikrofon mit. Ich habe im Moment nur ein Mikrofon, Mikrofon. Ich nehme mal nochmal ein Thermometer. Und hab die Kamera. Na gut, wenn du Thermometer hast, Philipp, würde ich mit dir gehen. Jo. Taschenlampe, EMF. Nehmen wir doch Kruzifix, da können glaube ich die Kruzifixe schon mal verteilen. Wenn ich das irgendwo schon Geisterorbs zu sehen vielleicht? Das wäre ein bisschen lächerlich. Es geht. Geht aber tatsächlich. Ja, aber das sind ja auch nur Dinger auf dem Flur. Wie sieht das denn aus, Alter? Da hat ja Garry's Mod eine bessere Grafik. Anstalt. Das ist nicht auf dem Flur. Was war denn da? Ach so. Kopfkameras. Ja, wollen wir anfangen? Ja, stimmt, ich muss meinen auch noch aufsetzen. Ja, let's go. Let's go. Oh je. Oh je. What the fuck? Ja. Vielleicht hätte er noch ein bisschen näher ranfahren können. Der Laufweg war mir jetzt ein bisschen weit. Oh mein Gott, wie ist hier halt? Alter! Ja. Hallo. Gehen wir nach links? Wer geht wohin? Jetzt gehen die schon nach links. Komm mit, wir gehen nach rechts, Erik. Ich glaube, das war Parabolmikro. Hast du Temperatur? Ja, ich hab's Temperatur. Warte, ich hab da vorne was gehört tatsächlich. Ich hab Ausschlag in die Richtung. Ich weiß nicht, ob du das warst. Vermutlich. Boah, eine Toilette, Alter, wie gruselig. Warte, lass die Tür mal bitte offen, damit wir wissen, wo wir drin sind. Warum? Ach so, naja, also. Oh je. Jetzt am Anfang sollten wir eigentlich noch rennen, oder? Ja, klar. Alter. Da geht's noch nach unten. Uff. Oh, hier war... Ich hab grad ganz kurz 9 Grad gehabt. Warte, wo war denn das? Hä? Vielleicht unter uns? Hier, oder? Hä? Ich hab diese Wand hier angeguckt. Warte, hier hin. Nee, jetzt ist es wieder weg. Warte, ich hab grad was gehört, als ob was runtergefallen wäre. Gut. Hier ist es super kalt. Was heißt super kalt? Also halt 3 Grad oder so. Ich kann es nicht ausmachen. Das ist. Wo genau? Hier jetzt, so wie ich jetzt stehe. Da muss aber ein Raum sein. So, Gang geht eigentlich nicht. Hier ist nix. Lass mal checken. Vielleicht ist es doch unten drunter. Das kann sein. Direkt runter oder wollen wir. Warte, jetzt sind wir doch hier. Nee, hier sind wir noch nicht gleich durch. Ja, eben, das geht noch ein ganzes Stück. Habt ihr schon was entdeckt? Wir haben hier schon Temperatur. Wir haben Temperaturen, wir wissen aber nicht welcher Raum. Ihr habt schon was, ja. Hier war, ich stand. Hier sind es minus 1,2 Grad, so wie ich hier stehe. Aber ich stehe mitten auf dem Flur. Okay, kommt nach rechts. Ich komme zu euch. Also, ich habe hier auch noch kein EMF-Reader. Rechts und dann wieder rechts, also Richtung Eingangstür. So
Vom Eingang aus erstmal rechts. Kann der auf den Gängen? Kann der auf den Gängen sein? Also ich hab hier immer Minusgrade auf dem Gang. Keim angrenzen. Sag mal ganz kurz was. Ich hör hier Wasser. Ja, hier ist Minusgrade auf jeden Fall. Stimmt, ich höre Hochwasser. Das muss im angrenzenden Raum sein. Wir hören Wasser. Die Dampfpulette, ja. Oh, Alter, ging die schnell auf. Das ist eine Kamera da hinten, keine Angst. Noch ein Stück weiter, ihr seid auf dem richtigen Weg. Hier sind minus 11 Grad, das... Nee, jetzt wieder nicht, doch, jetzt wieder. Ja, ich hab euer Licht, kurz gesehen. Ja, weiter. Das gibt's doch nicht. Nein. Moin! Aber wir wissen noch nicht, welcher Raum genau, oder Philipp? Nee, ich hab keine Ahnung. Jetzt ist die Temperatur wieder normal. Ja, hier drin, jetzt, nee. Philipp, Schnubbelatz. Also, Schnubbel, hier ist überall Minusgrade. Auf dem ganzen Gang. Ich hab geatmet. Hier ging gerade eine Tür. Ich kann mich nicht erinnern, dass da mal jemand gesehen hat, dass auf den Gang gespawnt werden. Haben wir irgendeinen Raum, wo es definitiv ist? Nee, eben nicht, das ist ja das Problem. Keine EMF-Zeichen, aber die erfriert haben. Ja, EMF habe ich auch überhaupt nicht. EMF hatte ich nie. Vielleicht müssen wir doch mal nach unten. Also, keine Ahnung. Könnte ja doch unter uns sein, ne? Aber, nee, wir haben hier Minusgrade. Doch, wirklich. Guck mal, wenn du nach oben guckst, dann geht's Thermometer manchmal weg und... Nee, doch nicht. Hä, Alter, ist das Ding kaputt? Hat das wer gehackt? Ich dachte, Watch Dogs ist noch nicht... Ich glaube echt, wir müssen mal nach unten gucken. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Muss man natürlich machen, aber habt ihr wirklich... Keine Ahnung. Jetzt abgecheckt. Ja, also hier alles im Umkreis schon. Also ich glaube, ich weiß, ich habe die Treppe vorhin gesehen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach zur Treppe und gucken, ob hier drunter was ist. Von hier kamen wir ja, nicht wahr? Ja, genau. Und hier hinten kamt ihr jetzt von links dann. Gott sei Dank kann uns der Geist bald handeln. Ja, aber wenn wir den nicht finden, findet der uns auch nicht. Wenn der auf den Gang spawnt, wird das halt richtig ekelhaft, ne? Ja, da können wir wenigstens weglaufen. Einer mit? Ich nicht. Ja, weil wenn er nicht mehr Eingang spawnt. Ich will hier nicht sein, ich will hier wo nicht war sein. Das jetzt? Ich will nicht ich hier nach rechts, gehen. hier in die Richtung, hier müsste das sein. Lass mal in die Räume gucken. Ja. Mit dem Thermometer. Ja, und mit EMF halt auch. Alter. Gib uns ein Zeichen. Wow. Ich glaube, das hat gebuggt. Ich hoffe es zumindest. Aber es ist wesentlich weiter hinten. So ja, weit hier weiter hinten war es jetzt auch nicht. Sein. Ja, wir müssen halt gucken wegen dem Waschbecken. Wie sind hier die Temperaturen, Philipp? Ja, normal. Boah, Alter, ist das gruselig. Ja, wir sind jetzt auf der Höhe. Also hier ist nichts tatsächlich. Geht's noch nach oben? Hier müssen wir wieder hoch. Nee. Nee, also wenn, dann wär's hier gewesen, aber hier ist nichts. Lass uns wieder hochgehen, weil da war Gefriertemperatur, das ist definitiv. Kann man auch hinten hoch? Nur den Raum finden. Nee. Dann lass erstmal nach oben wieder rausgehen und die ganzen anderen Maschinen. Scheiße. Ja, aber welcher Raum ist es? Ich bin so verwirrt. Ja, was für andere Materialien willst du jetzt holen? Kruzifix, Räucherstäbchen und so weiter. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also zumindest ein Thermometer können wir wegbringen. Ja, ich werde noch mein Parabolikum wegpacken, weil das bringt jetzt generell etwas. Dann gehe ich mal wieder raus und folge mir die Räucherstäbchen. Gehen jetzt alle wieder raus? Wir gehen alle raus und holen nur Equipment.
So, ich hab doch das kurze. Soll ich das schon mal irgendwo gepackt? Ist die falsche Frage, wo? Ja, naja, keine Ahnung. Bin. Wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist der Ausgang? Na, weiter nach vorne erstmal, oder? Nicht da. Ich auf hin? Nee, jetzt laufen wir doch weiter nach rechts. Her, Finn. Weil hier haben wir wieder Gefriertemperaturen. Was ist falsch mit euch? Ich glaub auch, dass die anderen. Hier vorne war der Ausgang. Seid ihr nur lost, Alter? Ja, ich glaube, ich hab bei mir. Das heißt, wir lost, Finn ist da hinten lang gegangen. Die Gefriertemperaturen sind auch bei mir gerade. Ja, das wissen wir, die sind auf dem gesamten Gang. Wir wissen nur nicht. Baum. Wo seid ihr? Am Ausgang. Das ist eine gute Frage, wo sind wir? Wir legen sie dann kommen. This elevator is for freight only, not for passengers. Hoffe ich zumindest. Hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang, Schnubbel. Wir sind hinten rumgelaufen, da waren wir vorne. What the fuck, was bin ich? Das ist nicht Finn, das ist der Geist. Weißbrot. Also Leute, wir haben noch 81 Sanity. Oh, meine Nerven. Erstmal noch ein Stück trinken. Wir Temperaturen. Guck mal, wir haben das Ziel schon abgeschlossen mit dem Thermometer. Ja, wow, war ja überall minus gerade gefühlt. Kruzifix und Räucherstäbchen. Ich nehme mal Buch noch mit. Ich nehme mal Buch noch mit, Junge. Nehmen können, weil ich. Mein Kruzifix liegt am Eingang des Ganges. Das Zeit war auch noch offen. So weit weg. Dann nehme ich mal Videokamera mit. Ja. Brauchen wir die überhaupt, wenn wir die Kopfkamera haben? Eigentlich nicht unbedingt, aber du müsst halt immer die ganze Zeit hier drin bleiben, ne? Ah, wunderbar. Dann nimm mal die Kamera. Lass ich mal hier und nimm mal Stativ. Wie heißt mit. die alte Kenneth Miller. Was brauchen wir denn jetzt? Wohl eher ein Männername. Hat er eine Räucherstäbchen mit und alles? Ja. Ich habe immer noch das gleiche Zeug wie vorher. Wo ist denn das Stativ hergekommen? Ich nehme jetzt das Stativ mit, aber keine Kamera. Lass den Scheiß hier stehen. Ja, nehmt doch einfach die Geisterbox mal noch einer mit vielleicht. Okay. Geisterbox ist links. Let's go. Oh je. Die Zeit ist übrigens auch abgelaufen, jetzt geht's los. Hab ich mir was gedacht. Was? Ich folge mal euch, ich gehe nicht allein los. Kenneth Miller, bist du da? Was ist falsch mit dir? Siehst du da oben irgendwas Interessantes? Wie alt bist du? Warum hast du die Klimaanlage ausgeschaltet? Und er ist schon gesessen. Gib uns ein Zeichen. Mach die Heizung an. Bist du wo da? Bist du? Also wenn ich hier so gucke, sind es minus 11 Grad. Bist du da? Wo bist du? Er redet nur alleine, oder? Nee, ich glaube auch blöd. Das ist blöd zusammen mit deinem Dings. Die Temperatur flasht immer ganz kurz auf, wenn du in einem Raum stehst und nach draußen guckst. Hier ist immer noch Dings an. Also es muss hier in der Nähe sein, weil hier ist das nächste Waschbecken. Ich bin so verwirrt. Ja, ist das Wasser, was du hast. Das ist hier drin. Hier ist dreckiges Wasser. Wir haben schon mal dreckiges Wasser fotografiert. Aber das ist anderes. Ja, das stimmt. Aber hier drin ist nicht kalt. Ja, aber da ist es einer der in den Räumen in der Nähe. Ja, dann muss mal jemand mit dem Geist reden, wenn er da drin ist. Ich bin der Geisterbox. Bist du da? Nicht auf Gang! Erstmal die Hinweise einstellen. Friertemperaturen. Wo bist du? Wer bist du? Hat jemand eine Infrarotlampe dabei? What the fuck? Alter Erik, guck mal, ein schwebendes Graffiti! Das C ist da. Alter, das ist ein Geisterhinweis, ich sag's euch. Das ist ein Sprayer-Geist.
Bist du da? Vielleicht auf der anderen Seite von dem Gang? Das gibt's doch nicht, ich versteh's nicht. Was ist mit diesem Thermometer los? Was ist kaputt mit dem Thermometer? Wo bist du? Der Finn müsste halt alleine mit dem Film durchspielen. Gibt's einen Geist, der Geräte kaputt macht? Ja. Nein, nee, aber nicht unsere Geräte. Das gibt's doch nicht. Vielleicht müssen wir doch noch weiter nach hinten hier. Bist du da? Ich versteh's nicht. Oh, Gemeinschaftsduschen. Hier ist auch null EMF, ne? Also. Was ist das für ein Geist, Junge? Schämt er sich, oder? Ja, wegen der Gemeinschaft. Ist es hier immer noch kalt? Nö. Okay, dann ist es nicht hier. Aber jetzt haben wir doch alle bist Räume du hier da? Durch, oder? Hier noch. Wo bist du? Ich glaube, Finn muss alleine in den Räumen sein, um zu fragen. Also immer, wenn ich auf den Flur gucke, sehe ich die Minusgrade. Ich verstehe es nicht. Ja. Vielleicht ist das Spiel irgendwie verbuggt. Und doch, Herr Gans. Ja, das könnte ich mir halt schon vorstellen. Bist du da? Aber man könnte es vielleicht testen, wenn ich hier Räucherzeug abblende. Oder Finn redet hier draußen mal alleine mit dem Geist. Komm, wir gehen jetzt mal alle in den Raum und Finn stellt sich auf den Flur. Mach's gut, Finn. Wo bist du? Der Geist, der. Bist du da? Ich versteh's nicht. Sag was. Bist du da? Mensch, Finn stirbt jetzt einfach. Nein, bin das ich. Kenneth Miller, ich hab uns ein Zeichen. Was für ein Rat? Die Wände sondern grün, Schleim ab! Also Geisterbox kann man auch gar nicht. Ja, ist, dieser ist, Gang ist halt auch so unmöglich, weil ich habe hier nirgendwo EMF gehabt. Ist ja vielleicht doch woanders und das ist einfach nur ein Fehler. Ich kann es mir aber eigentlich nicht. Ja, also er ist immer in der Nähe, wo Wasser ist. Und hier ist halt auch Wasser. Schreib in das Buch. Hier sind es übrigens nur 7 Grad, ne? Okay. Also ist es vielleicht doch der Raum. Ja, aber warum ist dann keine Temperatur? Keine Ahnung. Gib uns ein Zeichen. Ja, wir müssen raus, warte. Ja, okay. Du kannst, Finn. Bist du Finn, da? Frag mal. Gib mir ein Zeichen. Zeig ich die Kamera? Ich hab einen auf dem Kopf. Ja, anscheinend nicht, ne? Schreib in das Buch. Kenneth Miller, wo bist du? Philipp, wie viel Grad sind hier? 16, 14. Also es muss eigentlich dieser Raum da drüben sein. Oder vielleicht noch die andere Toilette. Warte, ich gucke. Hier sind es auch 5 Grad. Hier sind es... Ja, hier sind es 5. Hat jemand ein UV-Licht dabei? Nee, UV-Licht habe ich nicht. Finn muss mal hier drüben nochmal probieren, mit dem Geist zu reden, während wir draußen sind. Raus. Bist du da? Wie alt bist du? Warum bist du so ängstlich? Wo bist du? Kenneth Miller, ich habe eine Tür gehört. Aber da war es auf der anderen Seite hier, warte mal. Philipp, wie viel Grad sind hier in dem Abstellraum? Warte. 16. Okay. Was ist mit dir drüben vielleicht?
noch mal gucken? Oh mein Gott, ich bin so nervös. Hier ist wieder warm, ne? Ja, ja, hier sind 13. Okay, also hier im Gang auch. Also der Gang hier ist auch nicht kalt, ne? Oder ist er auch kalt? What the fuck? Ja, ja. Also mal ja, mal nein. Miss mal so, mal so. Ja, hier, da, ich sehe bei euch Atemwolken jetzt gerade hier. Ja, weil das immer wechselt. Das springt immer zwischen 15 und minus 11. Jetzt, ich würde aber meinen, wir haben es halbwegs eingeschränkt auf die Badezimmer. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Frage, welches jetzt, ne? Ich habe noch 0 Miller. EMF. Ist halt Kenneth nichts. Miller. Kenneth Miller, wo bist du? Miller Kenneth. Kenneth Miller. Vielleicht muss der erst hierher laufen, oder? Weiß ich nicht. Kenneth Miller. Wo bist du, Kenneth Miller? Ich hab ihn nicht hoch. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Wir haben jetzt nicht einmal gucken. Ah! 4 EMF hier! Führer 4 EMF. Der Tür 4 EMF. Warte. Ja, ist die Tür. Ist definitiv die Tür. Es ist jetzt auch... Hier. Alter, schrei doch nicht so. Alter, da kam übelst das Geräusch. Der war auch hier drin oder auf der anderen Seite. Schreib in das Buch. Boah. Schreib in mein Freundebuch. Schreib bist du in da? Das Buch. Gib uns ein Zeichen. Steck mich jetzt hier drin. Nee, nur einmal. Siehste, du musst sie nur auffordern. Schreib in das Buch. Kenneth Miller, schreib in das Buch. Right into the book. Ich hab die Kamera aufgestellt. Hat er dir jetzt in der Geisterbox hier geantwortet? Nein. Kenneth Miller, bist du da? Kenneth Miller. Ja, dann gehen wir noch mal kurz raus. Schreib in das Buch. Dieses scheiß Geräusch, gell? Kenneth Miller, bist du da? Muss den Namen nicht sagen bei der Geisterbox. Bringt nix. Bist du da? Ich würde einfach mal sagen, es ist keine Geisterbox. Aber der hat einfach keinen Bock. Antwort. Kenneth Miller. Wie alt bist du? Er ist keine Geisterbox. Ich hab auch nur ganz kurz Vierer EMF hier gehabt. Ne? Kenneth Miller. Kenneth Miller. Kenneth Miller. Nee, Geisterbuch, Leute. Plakat, lauft! Ich versteck mich in der Toilette. Ah! Mach die Tür auf! Hey. Ah! Nein! Alter, Alter! Ja. Einmal aufwischen in Gang 3. Komm mal, bring mal ein Foto mit, wir müssen mal... Wer ist gestorben? Hier so. Ja, Finn ist gestorben. Wo? Hat er so rumgeschrien? Ja. Alter, das war übelst krass! Aus meiner Toilette raus! Philipp bleibt einfach in dem scheiß Ort drin, Alter. Ja, wie ein genau, Profi. Aber der überlebt halt noch. Auf der Toilette verstecken Finger. Funktioniert immer, ja, wissen wir doch. Wir sollten raus, wir sollten Sanity checken und UV und so. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Danke, wir müssen rausgehen. Ja. Bitte ja, jetzt. Ja, ich muss noch mal gucken, ob ich wollte wissen, ob Buch oder so jetzt ein höheres EMF-Level anzeigen, aber nichts. Absolut nichts. Weiter noch. Ja. Erik, weiter noch. Ja. Was? Ja. Wir müssen noch weiterlaufen hier. Ist egal, wo wir langlaufen. Ist egal. Das ist fein, aber hier kommen wir direkt in der Eingangshalle raus. Ach so, war das hier. Alter, ohne Scheiß. Das war so geil. Ohne Witz. Ich war in der Toilette und hab mich da eingeschlossen. Auf einmal höre ich nur die übelsten Schreie von draußen von euch, Junge. Ja, Finn hat geschrien. Ich hab den nicht gesehen, den Geist. Ich hab auch nicht gesehen. Also, das war ganz großes Kino, Junge. Nehm mal das Kruzifix mit, dann weiß ich, wo wir es auf hinstellen müssen. Finn hat mir, glaube ich, was geschrieben, gerade auf Teamspeak. Also heute geht ein bisschen mehr Action als das letzte Mal. Ja, Nachrichten aus Zeit. Ich weiß nicht, was alle gegen Asylum haben. Eigentlich finde ich das voll geil. Ja.
Richtmikrofon jetzt normal, ist halt richtig ätzend. Ben, was hast du geschrieben? Zack. Hey, der ist tot, wir dürfen nicht wissen, was er sagt. Mach mal Lautsprecher an, was ist Lautsprecher für ein... Zum Sehen, warte, ich mute mich mal. Gefriertemperaturen. Wir hatten Gefriertemperaturen und Geisterbuch. So, ja. Es ist halt übrigens ein Dämon oder ein Jurei, ne? Also es könnte interessant werden. Ich guck mal, was die brauchen. Ja, das darfst du uns ja nicht sagen, da müssen wir... Darfst du nicht mit uns reden? Dämon oder Jurei? So. Ein Dämon ist mit einer der schlimmsten Geister, die man finden kann. Er ist bekannt dafür, ohne Sinn und Verstand anzugreifen. Glaube ich eigentlich nicht, dass er das ist. Was denn jetzt noch? Ich will doch gerade lesen. Was? Die greifen viel öfter an. Jurei bei Geisterorb. Ah ja, wir haben jetzt keine Kamera drin, ne? Weil wir alle nur Kopfkameras haben. Doch haben wir, ich hab sie doch schon offen. Ich hab sie doch schon dran. Hoffentlich. Geisterorbs, bitte. Warte, was hatten wir bis jetzt? Wir hatten... Dämon oder Jurei, das heißt... Es muss ein Jurei sein. Wir hatten Geisterbuch und Minus. Ne? Dämon, wer hat Dämon? Es muss ein Jurei sein. Weil ein Dämon... Was für einen Vorschlag hast du an der Tür, Erik? Was war? Was für einen Ausschlag hast du an der Tür? 4, maximal 4. Wollt ihr mir eigentlich nicht zuhören? Es kann kein Dämon sein. Der braucht eine Geisterbox und die hat nie funktioniert. Das heißt nichts. Manchmal haben die auch einfach keinen Bock zu reden. Das passiert. Also das heißt, es fehlt jetzt entweder Geisterorb. Aber dann entweder Geisterorb oder Geisterbox. Okay, das heißt wir gucken, aber Geisterorbs habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, aber wenn die Räume so verbuggt sind mit dieser komischen Temperatur, ist vielleicht auch das nicht richtig. Oder es ist doch Gefriertemperatur, weil das hat man doch zwischendurch auch, aber das macht keinen Sinn. Es ist doch Gefriertemperatur. Es ist Gefriertemperatur. Ach ja, safe. Ja, stimmt. Also ist auch definitiv der Raum, Philipp, weil ich habe dieses Räuchern. Ja, er hat Räucherdings gemacht, also der Raum stimmt schon. Ich hatte ja auch EMF da drin, Philipp, also das ist schon fein. Ja gut, EMF könntest du ja auch kriegen, wenn dann einfach nur mit der... Ja, kannst du bitte aufhören auf dem Bildschirm und ganz bitte nicht zu flackern? Ja, Philipp. Boah, Alter. Oh, diese ich sehe keine Geisterorbs. Ja, aber die Geisterbox hat halt Philipp, auch Zeit, also kaum nichts. Was? Nee. Ja, doch. Hör, du willst mit dem D. Also es kann nur Geisterobst und Geisterbox sein, richtig? Eigentlich schon. Okay. Ich meine, was mal einer noch machen kann, mit seiner Kopfkamera an die Tür stellen und in den Raum reingucken. Ja, ich auch überlegt, hat einer hier bleiben, ne? Dann bleib ich mal hier, ne? Das war klar. Ich habe keine Kopfkamera. Dann gib mal deine Kopfkamera her, Erik. Kann ich nicht, oh Gott. Reiche von mir! Ja, also, Philipp, da kommst du mit und Schnubbel checkt hier. Ja, okay. Nehmt Sanity-Pillen vorher. Ja. Ja, ich hab auf jeden Fall vor Sanity. Rein den Kopf mit Drogen. Ich nehme mal noch welche mit. Also, auf geht's, Erik. Alles klar, let's go. Let's go. Die Geisterbox liegt noch bei Finn, oder? Ich glaube, die hat Finn noch, ja. Herr Schnubbel, wie war das jetzt mit dem Kruzifix? Das funktioniert, wenn ich es in der Hand halte, ja? Ja. Das ist halt das Bornrad ist halt nur 2 Meter, ne? Ich schmeiß es einfach vor die beiden Türen. Ich schmeiß es vor die beiden Türen. Ich find's halt schon komisch, dass wir den wirklich erst so, also ich den so hart rufen musste, dass er mal reagiert hat. Ja, dann ist es eigentlich kein Dämon, oder? Vermutlich nicht. Alter, Finn, ich kann... Ja, egal, ignoriert den. Wir haben... Nee, den dritten Beweis, das müssen wir sagen. Den dritten Beweis haben wir noch nicht finden. Wir sind gerade noch am überlegen, es können nur Geisterobst oder Geisterbox sein. Deswegen gehen wir gerade nochmal rein. War das der Raum hier schon? Nee. Ja. Oder? Der hier? Nee, der noch nicht. Vorne. Nee, nein, noch einer weiter. Ach ja. Ja. Baller hier sofort das Kreuz auf den Boden. Mach das. Er ist noch einen Raum weiter gestorben. Nee, er ist hier drüben gestorben. Da liegt er aber nicht.
Stimmt, das stimmt. Stimmt, zwei auf der Raum. Lustig. Heute nicht. Bist du hier? Tür. Du musst doch in den anderen Raum reingehen, ne? Das ist dir bewusst. Also, das ist schon der... Wie sieht's mit Geisterhoff aus? Ist das nicht aus? Sofort. Ah, nee. Nein oder ja? Ich krieg grad nichts. Dann Philipp, geh mal mit Geisterboxer. Bist du hier? Nichts erkannt. Wo bist du? Erik? Ja? Warum hast du die Tür hier ist aufgegangen? Das war ich nicht. Aus, Philipp? Nicht? Keine Antwort. Soll ich's probieren? Viel Erfolg. Warte. Na? Wo bist du? Ich bin dabei. Bist du hier? Ich glaube, ich will danach nicht mehr. Rede mit mir. Möchtest du uns töten? Wie alt bist du? Wie bist du gestorben? Wo bist du? Rede mit mir. Gib uns ein Zeichen. Nee, Philipp, nix. Ja, ich denk, also... Aber Geisterobst sieht er halt auch nicht, Nubel, oder? Also ja, ich... Hier ich, ist ich... nix. Mach mal Licht weg. Also, es funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen einfach raten. Gibt's keine Orbs. Ich hab keine Orbs gesehen. Ich würde auch sagen, das ist definitiv Jurei. Denke ich auch. Es kann auch ultra low. Kenneth Miller. Ich denke halt, es ist kein Dämon. Dafür hat er viel zu wenig angegriffen. Ja, denke ich auch nicht. Das ist ein Jurei. Wir sind uns relativ sicher aktuell, dass es ein Jurei ist. Wir haben aber keinen netten Beweis. Weil, wir nehmen gesagt, den jetzt. Haben ja nichts. Nicht angegriffen, also mach mal Jurei, wenn du kannst. Du hörst uns, Finn, ja? Schreib mir mal kurz was auf DS, falls du uns über Dings hörst. Das Foto hörst du eigentlich von dir. Finn. Boah, ich schwitze. Benendo 64. Ah ja, schreib. Ja, er denkt auch, er denkt Jurei wegen den Räucherstäbchen. Was ist das für... Jurei war... Weißt du auch, ne? Ja. Ja, wobei stimmt, wenn ich den Raum zu Jurei ausreichert, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Das könnte ja erklären, warum die Aktivität so gering... Ja. Ja. Ja, dann ist es definitiv Jurei, also... Also halt die Frage, wie lange das wirklich hält, aber... Er wollte übrigens aber auf. Er wollte nicht nochmal spawnen, weil ich habe immer neben mir Kruzifix gehabt. Entweder in der Hand oder auf dem Boden. Er wollte mich auf keinen Fall handeln. Er wollte es nicht in den. Das heißt, es ist kein Dämon eigentlich. Ja, komm, wir machen jetzt einfach Jurei und gut ist, also. Wir haben jetzt alle Jurei drin, wir würden jetzt losfahren. Warte, ich hab's noch nicht eingestellt. Du warst die ganze Zeit AFK hier drin. Ja, aber ich. War jetzt noch nicht sicher, ob es ein Jurei wirklich ist. Orbs habe ich auch absolut gar keine. Haben wir's? Ja. Können wir, gut, dann fahren wir los. Boah! Alter, die Spannung. Mensch, wer hätte das gedacht? Level 10, jetzt haben wir mittlere Schwierigkeit. Stimmt, ich bin auch Level 10. Ach du... Also ich... Können mittlere Schwierigkeiten. Technisch gesehen
hätte ich keine Lust mehr. Andererseits sollte man den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, schon nochmal ausprobieren, oder?